Jeff Sabene, der neue FCK-Trainer, will, dass seine Mannschaft mutig auftritt. 4 Positionen hat er neu besetzt. Und wen Wiesbaden in den schwarzen Trikots, lässt sich vom FCK-Mut wenig beeindrucken. Sie übernehmen hier sofort die Initiative. Tietz auf Leis. Der Schuss noch leicht abgefälscht. Sonst wäre er wohl platzierter aufs FCK-Tor gekommen. Kaiserslauterns Kapitän Carlo Sickinger kurzfristig ausgefallen, die Abwehr umgebaut und sie geraten schnell unter Druck. Gianluca Korte war das. Und Aftus Bahic, der lässt zumindest bisher Lennart Grill im Tor des FCK nicht vermissen, hat den Abwanderer nach Leverkusen 1:1 ersetzt. Die nachfolgende Ecke wird erst geklärt, aber Marius Kleinsorge verstolpert den Ball. Korte legt Chato auf und der versenkt 1:0 für Wien Wiesbaden. Erst 9 Minuten gespielt. Da hatten sie den Ball doch eigentlich sicher, die Lauterer, und kassieren nach diesem krassen technischen Fehler des Debütanten Kleinsorge das 0:1. Kaiserslautern findet hier offensiv bisher nicht statt. Dann Mahler und Ritter. Und er wird von Ayani gelegt. Da deutet er mal an, was er drauf hat, der Neuzugang aus Paderborn. Er führt den Freistoß selbst aus auf den Kopf von Aino. Erste Torannäherung durch den Innenverteidiger, der eigentlich gar nicht mehr bei den Profis spielen sollte, sondern als Führungskraft im Oberligateam eingeplant war. Aino bleibt im Mittelpunkt. Handspiel des Kanadiers. Deutlich zu sehen, trotz aller Proteste. Was hat er sich dabei gedacht? Philipp Tietz tritt an. Und da ist nicht zu halten. 2:0, 34. Minute. Aftos Bahic ist zwar in der richtigen Ecke, aber Tietz schießt hart und platziert. Da gibt's nichts zu halten. Bitter für den FCK, natürlich auch für Jeff Sabene. 2:0 zur Pause, 2 selbstverschuldete Gegentore nach anfängerhaften Fehlern. Aber keine einzige dicke Torchance im Regen von Wiesbaden. Die zweite Hälfte, der FCK immer noch ohne eigenen Treffer in dieser Saison. Dann Lukas Röser auf Elias Huth. Aber da steht der Boss im Wehener Tor. Tim Boss, letztlich kein Problem für ihn. Aber es ist die erste Aktion der beiden FCK-Stürmer Röser und Huth. Marius Kleinsorge, der muss dann gehen. Ein enttäuschendes Debüt für ihn. Und deshalb kommt Simon Skalatidis. Der FCK nun feldüberlegen, mehr Ballbesitz, aber Chancen noch Fehlanzeige. Es fehlt nach wie vor an der Durchschlagskraft vorne drin. 2 Stürmer hat der FCK ja einige Stunden vor Transferschluss noch verpflichtet. Die stehen Sabene aber noch nicht zur Verfügung. Wiesbaden, die machen jetzt hinten dicht, überlassen dem FCK sogar das Mittelfeld. Aber daraus können sie kein Kapital schlagen. Nahezu ereignislos diese zweite Hälfte. Elias Huth, aber damit stellt er niemand vor ein Problem. Lautern versucht dann in der Schlussphase alles. Die Außenverteidiger aufgerückt, Loschek auf Bachmann. 1:2, 79. Minute. Der erste Saisontreffer des FCK und der erste Gegentreffer für Wiesbaden. Tim Boss im Tor, da macht er keine wirklich gute Figur. Geht da noch was für Lautern? Jeff Sabene verfolgt das alles ziemlich gelassen. Hat der Mann vielleicht eine Vorahnung? Die 4. Minute der Nachspielzeit. Und Hikmet Çiftçi trifft zum 2:2. Und am Ende war das nach einer besseren zweiten Halbzeit für den FCK sogar verdient.